Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de. Wir sind heute in meiner Heimat. Hier hat es heute etwa 30 Grad, deshalb hoffe ich, ihr entschuldigt die kurzen Hose und die Sonnenbrille. Aber ohne wird es tatsächlich ein bisschen schwierig für euch, dieses Video von dem tollen Auto hier zu machen, das neben mir hier steht. Ja, was ist das? Das ist der Fiat 500X Mirror. Was ist so besonders an diesem Auto? Ihr denkt euch, naja, den 500X gibt es doch schon eine Weile, was will der Typ mit diesem Auto? Nein, ganz im Gegenteil, die Mirror Edition ist jetzt neu. Was ist die Mirror Edition? Erstmal vorweg, die kommt dem kleinen Fiat 500 zugute, dem Cabrio vom 500er, dem 500X, so wie er hier steht, und eben dem 500L. Der X hier, die Crossover-Variante, der 500L eher die Familienvariante. Hier haben wir ein SUV. Ja, und jetzt kommen wir in die Details. Erstmal, die Italiener wären nicht die Italiener, wenn sie so einer Sonderedition nicht optische Retuschen verpassen, wie es halt eben kaum andere Hersteller kann. Dazu aber später mehr. Ihr seht das hier in diesem Jeansblau oder so heißt die Farbe. Ja, richtig gelungen erstmal die Farbe, naja, aber darum geht es wirklich nur am Rande. Mirror, ihr dachtet euch schon, steht für Spiegeln. Was spiegeln wir bei diesem Auto? Naja, das Smartphone ins Infotainment-System im Innenraum bedeutet nichts anderes, wie dass dieses Auto eine sehr gute Smartphone-Konnektivität im Segment hat. Ich weiß, andere Autos können das auch, aber das ist sehr gut im Segment. Was heißt das genau? Innen haben wir ein 7 Zoll Infotainment-System, welches bei Fiat den Namen Uconnect Live HD trägt. Aber was den Mirror-Modellen aktuell eigen ist, ist die App Mopar Connect. Die laden wir uns aufs Handy, Smartphone, Tablet, was auch immer, können damit dieses Auto kontrollieren, steuern, haben verschiedene Daten. Richtig, richtig spannend. Ich habe euch neulich auch ein Video zu den S, zum S-Design gemacht, auch ein Sondermodell. Ihr wisst das, die Italiener bringen gefühlt alle 3 Monate ein Sondermodell, zumindest vom kleinen Fiat 500 auf den Markt. Die sind alle wirklich wunderschön. Und deshalb hat dieses Video und dieses Auto echt eine Berechtigung. Wenn es euch interessiert, bleibt doch gerne dran. Viel Spaß beim Video. Stelle erzähle ich euch immer gern was über die Historie von Autos, weil ich selbst spannend finde und weil ich denke, das gehört immer so ein bisschen dazu. Wenn ich ein Auto kaufe, sollte ich doch ein bisschen wissen, wo kommt es her. Für die, die es noch nicht wissen, fange ich mal an. Den Fiat 500er, den kennt er, dieses kleine Auto, italienisches Auto, kennt man aus richtig vielen Filmen von der Straße. Das Auto wird richtig oft verkauft, wurde dann aber aus mir völlig unerklärlichen Gründen irgendwann mal eingestellt. Die Italiener haben das dann neu aufgenommen, haben modernen Fiat 500er gebaut mit eben den Elementen aus dem alten Auto, auch ein Kleinwagen, der natürlich dann ein bisschen größer geworden ist. Aber viele Kunden gab es dann, die natürlich gesagt haben, ja, ich stehe auf den Fiat 500, aber Mann, ich habe eine Familie, was soll ich mit so einem kleinen Ding? Oder ich habe natürlich Hobbys und da muss mein Fahrrad mal ins Auto. Dann gab es den 500L, die Familienvariante. 2014 oder 2015 kam der X auf den Markt, also ein SUV, Crossover, wie auch immer ihr es nennen wollt. Genau das, was der Zeitgeist halt damals und heute übrigens immer noch wollte. Sports Utility Vehicle. Den haben wir hier stehen. Der hat inzwischen auch mal einen Facelift bekommen. Und dieses Auto ist halt eben auch versehen mit vielen alten Oldschool-Heritage-Elementen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und naja, die Italiener machen das ganz gut, denn sie verpassen halt ihren Autos immer wieder mal ein bisschen was Neues. Bleibt interessant, sich mit den Autos zu beschäftigen. Man überlegt so, hey, ich finde diese Farbe wunderschön oder diese Optik, ich will dieses Auto kaufen, verkaufe vielleicht den alten. Das machen die schon richtig gut. Hier haben wir eben die Mirror Sonderedition in diesem wunderschönen Blau. Dabei geht es aber eigentlich ja um die Konnektivität. Nicht so wichtig, ich erkläre es euch später trotzdem. Anfangen will ich einfach jetzt mal mit der Optik, weil ich weiß, diese Autos hier, beziehungsweise ich vermute, diese Autos hier werden zu einem ganz hohen Prozentsatz wegen der wunderschönen Optik gekauft. Ja, wir sind an der Front angekommen und jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht schön?
ich weiß nicht, wie man das nennt und ich weiß nicht, ob man als Mann süß sagen darf, aber das ist für mich ein süßes Auto. Warum? Wir sehen hier vorne irgendwie den Fiat 500, den kleinen, den alten sieht man hier so ein bisschen drin. Trotzdem ist dieses Auto modern, trotzdem hat es wirklich spannende Elemente. Also für mich ist das mit dem, was Mini zum Beispiel macht, wirklich einmalig auf dem Markt, finde ich richtig gut. So, hier ist der 500X. Da steht er, so sieht er von vorne aus. Und hier im Speziellen eben die Fiat 500X Mirror Sonderedition. Erstmal so viel vorweg. Wir haben hier so ein mattes Blau. Das S-Design hat so ein mattes Grün, was auch schon richtig geil war. Also bunte Farben in matt. Finde ich gut, weil ich mag matt, aber matt-schwarz ist halt irgendwie, oder matt-grau ist inzwischen richtig brollig. Das ist echt in der Brollecke angekommen, will man eigentlich nicht, außer man fährt eben gern mit Goldkette ins Fitnessstudio. Dafür ist dieses Auto nicht. Das ist nämlich cool, was wir hier haben. Ja, ich fange mal ein bisschen mit der Optik an. Hier dieses Blau erstmal, für die, die es interessiert, heißt Jeansblau oder so. Also perfekt. Eigentlich sind Jeansfarben ja uncool, aber das ist eigentlich auch kein Jeansblau. Das ist einfach ein schöner, matter Blauton. Die Mirror-Sonderedition zeichnet sich halt mit viel Chrom aus. Auch kein glänzendes Chrom, sondern mattes Chrom. Also dieses ganze Auto ist voller Chrom. Ihr seht es vielleicht hier schon ein bisschen an den Spiegelklappen vorne. Ja, die Felgen passen dazu. Aber ich will wirklich einfach mal direkt ein bisschen hier vorne mit der Front anfangen. Was kann man dazu sagen? Hier ein Lufteinlass. Ja, dann haben wir hier halt eben dieses typische Fiat-Gesicht eben mit dieser langen Chromspange, so Winglets, die sich dann in dem großen, präsenten Fiat-Zeichen wiederfinden. Richtig gut, auch kein übertriebener Lufteinlass hier vorne, nein, das ist einfach irgendwie süß. Ja, und dann haben wir hier in dieser Mirror-Sonderedition die Bixenon-Scheinwerfer. Keine LED-Scheinwerfer übrigens, könnte man kritisieren, aber die sind auch echt schön geworden. Hier innen haben die halt so ein kleines 500er-Zeichen stehen. Wir haben drei Elemente bei den Lichtern hier. Ja, das ist schön von vorne, das ist eigentlich ein Gesicht, das einen anlacht. Hier vorne haben wir eine kleine Ausbeulung quasi hier auf der Motorhaube, schöne Linien, schön rund, alles sehr rund hier vorne, Chrom, Blau, ja, was will man mehr? Ich kann auch nicht so viel zur Optik hier vorne erzählen, weil hier einfach nicht so viel passiert, das ist ziemlich durchdesignt, schönes Auto einfach. So, ich bin an der Seite angekommen und jetzt mal ganz im Ernst, ist diese Farbe nicht cool, ist sie nicht schön? Bevor ihr jetzt so denkt, ja, die nehme ich doch, ist optional und die gefällt mir gut. Vielleicht so viel vorweg, die Farbe hier, also die Lackierung kostet 1300 Euro extra. Wenn ihr euch es leisten kann, höre ich jetzt auf, aber 1300 Euro sind halt schon Wort, muss man drüber nachdenken. Ich würde es bei dem Auto investieren. So, ja. Hier seht ihr halt die typische 500X-Form, da gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. SUV, Crossover, sieht man hier an den Plastikbeplankungen, an dem Schwellerplastik hier zum Beispiel auch. Ja, und hier hinten natürlich der Crossover-Look wird deutlich mit der leicht abfallenden Dachlinie, sehr rund. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Look schon mal generell als Basis. Und dann ist hier natürlich die Mirror-Sonderedition. Sieht man hieran an diesem kleinen runden Emblem Mirror. Ja. Ich habe es euch gesagt, die Mirror-Sonderedition zeichnet sich durch viel Chrom aus und das seht ihr hier, die Spiegel haben halt eine Chromblende. Dann haben wir natürlich echt schöne 17 Zoll Felgen. Das sind nicht einfach irgendwelche Felgen. Italiener würden mich dafür jetzt wahrscheinlich verprügeln. Hier steht 500 drauf, die sind durchgestylt. 17 Zöller sind einfach gut. Auto wird vielleicht auch noch eine Nummer größer tragen, aber okay. Dann haben wir hier Chrom-Griffe vorne. Und hinten passt halt auch wieder ganz gut zu diesem Chrom-Inlay hier in dem Seitenschweller unten. Dann haben wir hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist sehr hartes Licht, ne? Haben wir hier nochmal ein Chrom-Element um diese kugelrunden Rückleuchten da hinten dran. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hier schwarze Elemente um die Säulen, dann richtig gelungen, Plastik hier. Hier hinten haben wir einen kleinen Dachspoiler und da oben die Antenne. Ja, zum Seitprofil jetzt mal ganz im Ernst.
Das machen die Italiener einfach gut, weil hier passt einfach alles zusammen. Wir haben zwei Farben, beziehungsweise drei, Schwarzchrom und dieses Blau harmoniert richtig gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt meine Optik wäre, weil ich bin halt ein Typ, mir wird das S-Design mehr zusagen. Aber das ist halt das Schöne bei Fiat natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, viel auszusuchen. Die Autos sehen sehr unterschiedlich aus. Es fahren nicht 3 Millionen gleiche Modelle rum, sondern nein, jeder kann sein Auto so nach seinem Gusto individualisieren. Finde ich sehr gelungen. Übrigens haben wir auch 500 Einstiegsleisten in Chrom, ich glaube vorne und hinten. Das Mirror-Zeichen hier sehr dezent, schön von der Optik. Ja, und da sind wir am Heck angekommen und ihr seht schon, was ich vorne und auch von der Seite erzählt habe. Zeichnet sich hier natürlich vor, durchdesignt, tolle Optik, wirklich, gefällt mir richtig gut. Hier seht ihr das 500X, für die, die sich nicht merken können, hier Fiat, für die, die noch schlechteres Gedächtnis haben. Und natürlich haben wir hier wieder, wie vorne, so eine matte Chromspange, die richtig schön ist, die ist dezent hier über dem Kennzeichen. Dann haben wir hier oben natürlich diesen kleinen Dachspoiler, was auch immer sein soll, Mütze. Hier unten haben wir dann ein Plastikelement und darunter wird es dann wieder in diesem matten Blau lackiert. Und hier unten haben wir ein verchromtes Auspuffendrohr, was natürlich sehr schön zu diesem Chromelement passt, zu den Chromelementen um den Spiegel drumherum. Ja, insgesamt von der Optik schaut es euch an. Hier einen kleinen Lufteinlass hier im Wabendesign. Hier haben wir die Elemente für die Rückfahrkamera. Was gibt es dazu zu sagen? Dezente Optik hinten, aber trotzdem einfach schön durchdesignt. So, und ich sitze mit euch im Innenraum und was ist hier drin erstmal besonders? Ja, wir haben hier das halbe Dashboard von da bis da in diesem wunderschönen matten Jeansblau lackiert. Wie gesagt, das können die Italiener einfach. Das ist schön, das passt zu außen. Und dann haben wir natürlich hier Sitze. Ich zeige es euch gleich mal. Da steht 500 drauf am Rücken etwa, sehr runde Kopfstützen und vor allem hier dieser Stoff ist sehr robust, auch blau-schwarz mit blauer Umrandung, das sind einfach sehr, sehr schöne Sitze, das passt richtig gut. Das ist dann eben so das, was das 500 Mirror Modell sehr, sehr eigen hat, jetzt erstmal von der Optik. Hier dann haben wir hier ein X-Zeichen drin, hier haben wir zwei große Cupholder, hier haben wir ein Ablagefach, in den Seiten haben wir Ablagefächer, sogar zwei, hier noch ein kleines. Wir haben Handschuhfach und dann hier noch versteckt, was viele nicht wissen, wie bei Mini, so nochmal ein Ablagefach unter dem 500er Zeichen. Das ist einfach natürlich ein sehr, sehr, sehr schöner Innenraum. Auch allein hier die Griffe, schaut man sich's an, die sind echt gut, die sind richtig schön. Ich mache den Bock hier jetzt mal an. Schön ist übrigens auch hier, wir haben das Doppelkupplungsgetriebe. Ja, Fiat hat ein Doppelkupplungsgetriebe, ist natürlich optional. Die 17 Zöller draußen sind aber serienmäßig. Die Farbe hier ist, kostet auch extra, aber dazu später mehr. Hier einen schönen Lufteinlass. Es ist natürlich auch ein bisschen Chrom drin hier. Ich probiere euch jetzt generell erstmal einen Überblick über den Innenraum zu verschaffen. Erstmal hier, wir haben noch zwei analoge Instrumente hier. Drehzahl zum einen und zum anderen Geschwindigkeit. In der Mitte ist ein Rundelement, das digital ist, das die wichtigsten Dinge anzeigt. Völlig okay, das ist gut. Dann haben wir hier in der Seite drin die Bedienelemente für die Fenster, für die Spiegel. Ganz links hier ist das Licht und die Höhenverstellung vom Licht. Und wir haben ein Multifunktionslenkrad, das unten leicht abgeflacht ist mit einem Fiat-Zeichen in der Mitte. Ja, hier kann man natürlich alles steuern. Hier auf so einem Drehkreuz quasi, was heißt Drehkreuz, auf einem Kreuz haben wir hier. Mit OK können wir bestätigen. Hier unten können wir die Freisprechanlage steuern. So. Hier rechts oben steuern wir den Tempomat, den Abstand vom Abstandsregel, Tempomat an, aus, Multifunktionslenkrad gut. Hier haben wir noch zwei Arme, auch ganz gut. Hier haben wir dann in der Mitte den Warnblinker, können die Start-Stopp-Automatik ausschalten und hier haben wir die Anzeige von den Airbags. Da unten befindet sich auf einer anderen Ebene die Anzeige für die Klimaanlage, hier Sitzheizung.
ist dann da unten. Lenkradheizung gibt es optional auch. Und sehr spannend ist, wir haben hier zwei USB-Stecker und noch einen AUX-Anschluss. Und hier unten drin haben wir nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Da können wir vorne also richtig viel verbinden. Hier ist der schöne Schalter, sehr schlicht, fürs Doppelkupplungsgetriebe 10G. Da bekommen wir eben halt nochmal zwei Flaschen rein. Und hier ist eine manuelle Feststellbremse. Was ich euch jetzt aber dabei habe, ist hier ein Verbindungskabel vom Handy hier, weil darum geht's. Ganz tolles. Wir haben hier die Mirror Sonderedition, die soll besonders gut zu verbinden sein mit dem Handy. Darum bin ich hier. Das will ich mit euch einfach jetzt mal ausprobieren, oder? Ja, und das mache ich. Also erstmal hier können wir das natürlich das USB-Kabel reinstecken und dann können wir das Handy hier verbinden mit dem Auto und haben dann unser Apple CarPlay Android Auto Oberfläche auf dem Handy. Muss ich bestätigen, habe dann hier CarPlay auf dem Auto, Handy noch kurz entsperren und dann haben wir das hier. Aber Leute, mal ganz im Ernst, ich erkläre euch jetzt hier Apple CarPlay, dass es aufs Auto geht. Es wird vielleicht einige von euch geben, die das noch nicht kennen. Aber das ist inzwischen schon fast ein alter Schuh. Das haben nämlich sehr, sehr viele Autos. Übrigens auch noch sehr interessant. Hier drin haben wir die tolle Beats-Anlage, die richtig guten Sound macht. Da müsst ihr wirklich drüber nachdenken. Ne, die Beats-Anlage haben wir hier drin nicht, aber da solltet ihr drüber nachdenken, wenn ihr dieses Auto kauft, weil die halt wirklich gut ist. Ja, und jetzt komme ich mal vielleicht zu den optischen Spielereien. Also einmal haben wir hier eine kleine digitale Anzeige, wo wir uns vieles anzeigen lassen. Jetzt habe ich mal Apple CarPlay Android Auto, also Apple CarPlay verbunden. Ihr kennt das, man kann dann die Bedienoberfläche quasi spiegeln über dieses Kabel und wir haben hier halt die Möglichkeit anzurufen, das Navigationssystem zu nutzen, vom Handy Nachrichten vorlesen lassen, Musik wiederzugeben. Das kennt ihr alles. Ist wirklich ein alter Schuh, es passiert nichts anderes wie das, was hier drauf ist. Nach da vorne gespielt. Das ist das Uconnect Live HD System hier vorne, auch mit dem 7 Zoll großen TFT Display. Ist jetzt nicht so mächtig wie bei Audi, aber für Segment ganz interessant. Ja, und dann haben wir halt dieses Mopar Connect, das ich euch natürlich erklären will, muss. Übrigens erstmal vielleicht ganz generell zu diesem System. 7 Zoll groß, Drehrücksteller rechts für die Lautstärke. Rechts können wir scrollen, tunen, alles Mögliche. Hier können wir stumm stellen und dann gibt es Radio, Medien, CarPlay, Uconnect, Kompass, Einstellungen und Ulive ist auch noch eine Option. Da kann man sich Nachrichten von Reuters vorlesen lassen, zum Beispiel MyCar, Deezer, also alles mit Apps verbinden. Aber ich fange jetzt einfach mal mit Uconnect an. Und Mopar Connect, das ist ein bisschen ähnlich. So, Mopar Connect, was ist das? Das ist eine App fürs Handy. Ich habe die auch schon runtergeladen. Dann gibt man die Benutzerdaten vom Auto ein, Passwort, eine bestimmte Nummer, die man von Fiat bekommt. Das kostet auch ein bisschen was. Also kostet ein kleines Entgelt pro Monat. Ich glaube, das erste Jahr ist es kostenlos. Und dann kostet es eben was, die Nutzung von dieser App. Das ist aber richtig gut. Habe ich mich mal angemeldet, habe ich echt richtig viele Möglichkeiten. Was kann ich machen? Ich kann das Auto von außen mit dem Handy öffnen. Unglaublich. Ich kann einfach mir anzeigen lassen, wie viel Kilometer Restreichweite habe ich noch. Von außen übrigens. Ich lege im Bett, sehe, wie viel Grad hat es im Auto, außerhalb vom Auto, wie viel Restreichweite habe ich, sind die Türen verschlossen, sind die Fenster oben, wann muss ich zum nächsten Service. Richtig, richtig gut. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar Optionen für die ganzen Control-Freaks von euch da draußen. Ich weiß, die gibt es nämlich auch. Vielleicht leider werden zumindest manche Kinder sagen, deren Eltern jetzt zum Beispiel hier diese App haben, weil die haben die Möglichkeit, ich kann von außerhalb sagen, mich benachrichtigen lassen, wenn das Auto irgendeinen Punkt bzw. den Umkreis von einem gewissen Punkt, den ich vorher festgelegt habe, verlässt. Ich kann mir anzeigen lassen, wenn es eine gewisse Geschwindigkeit verlässt. Das ist also schon eine verrückte Kontroll-App. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, ich kann diese App auch mit Facebook, Deezer, Tunnel und den ganzen Dingen verbinden, kann mir das dann teilweise auch hier drauf
spiegeln lassen, Spotify dann direkt hier abspielen. Das ist schon richtig gut. Ich schaue jetzt einfach mal aufs Handy. Ich probiere euch später auch ein paar Bilder dann da vom Handy drauf zu legen, damit ihr mal seht, wie das alles funktioniert. Ich gehe jetzt mal in die App rein, die heißt Uconnect Live. Sehe auch den Batteriezustand des Autos, den Kraftstoffstand. Ich kann mir sogar die Historie vom Auto anschauen, die letzte Besuche von der Werkstatt. So, und jetzt kommen wir zu My Control. Da kann man natürlich sehen, wo das Auto ist, in welchem Umkreis. Ist dann natürlich auch gut, wenn ich das Auto irgendwo geparkt habe und es nicht mehr finden sollte. Passiert tatsächlich auch einigen Freunden von mir sehr regelmäßig. Vielleicht mir auch schon mal. Dann kann ich das Auto dadurch finden. So, My Car kommen wir hin. My Car auch eine gute Funktion. Werkstatt finden, Live-Status können wir anschauen, Warnmeldungen, falls es die im Auto gibt. Dann gibt es auch noch verschiedene Apps zum Eco Drive, also dass man zum Beispiel übers Auto lernen kann, wie ich spritsparend fahre, sehr, sehr gut. Ich kann auch, glaube ich, sogar mehrere Fiats in diese App laden, das ist auch gut. Und dann kann ich Accounts von Twitter, Facebook, LinkedIn, was auch immer, dieser Tunnel verbinden, richtig gutes System. Dabei geht es um dieses Auto. Ich finde auch praktisch, dass man halt mit dem Handy das Auto öffnen kann. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich da für eine Geschichte zu mache bei dem Auto, weil ehrlicherweise ist es so, dieses Auto kann nicht mehr als zum Beispiel ein A8 oder eine S-Klasse oder eine C-Klasse, also sehr moderne Premium-Autos im Segment. Deshalb, was ist die Geschichte dabei? Und ich glaube, es ist einfach, die Geschichte dabei ist, das Auto hier kann das, obwohl es halt ein Segment drunter ist. Es ist ein Fiat, ein 500X und in dem Segment und in der Preisklasse gibt es halt eben noch nicht so oft. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend daran. So, und noch spannender wird jetzt natürlich, mache ich hier diesen Stecker hier weg, wo ich das Handy übrigens laden kann, kann ich natürlich das auch mit meinem Internet hier verbinden, kann es über Bluetooth genauso auch verbinden und kann dadurch Musik streamen, kann Siri dann mit Siri sprechen übers Handy, also auch richtig gut und kann einfach richtig viel machen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, dass ich euch jetzt wirklich jede kleine Funktion erkläre. Es gibt sehr, sehr viel. Das ist zukunftsgerichtet. Das wollen junge Leute, die dieses Auto kaufen wollen, am liebsten so viel Konnektivität und Technik wie möglich. Und das bietet ihnen dieses Auto hier unter ganz nebenbei halt noch einen sehr schönen Look. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Kritik. Nummer 1, was würde sehr gut zu dem Auto passen? Ihr habt es euch gedacht, induktives Laden. Ich weiß für das Segment, okay, ist es fragwürdig, weil es ein bisschen was kostet. Induktives Laden, ja. Dann haben wir hier drin natürlich einen hellen Himmel, den mag ich immer nie so gern. Ja, und man muss natürlich auch sagen, es gibt Autos, die das mit der Verarbeitungsqualität ein bisschen besser machen, aber insgesamt ist es dann doch echt aus meiner Sicht sehr gut verarbeitet. Natürlich ein bisschen Hartplastik hier drin, hier oben drück, also weiches Plastik, hier Hartplastik, aber das ist in dem Segment völlig normal. Was Schönes, wir haben ein sehr durchdesigntes Auto, schöne Sitze, die natürlich vielleicht ein bisschen besser gepolstert sein können, aber jetzt probiere ich auch viel zu konstruieren. Das ist ein tolles, modernes Auto mit einer guten Konnektivität und ich denke, dass dieses Mopar Connect, also die App, wahrscheinlich in naher Zukunft, wahrscheinlich ganz bestimmt sogar in alle Fiats Einzug halten wird, weil es eben sehr gut ist. Hier haben wir übrigens noch 500er Einstiegsleisten in Chrom drin. Wir haben viele Fahrassistenten hier drin. Das bekommt man dann halt durch die ganzen Pakete. Dann wird das Auto aber auch teurer, muss man auch ein bisschen beachten. Ansonsten ist es hier schon richtig, richtig fair fürs Segment. Ja, und wie so oft bin ich auf der Rückbank angekommen. Und bevor ich es vergesse, da vorne habe ich noch in diesem Fach hier in der Mittelkonsole, das auch übrigens als Armablagefach zu nutzen ist, nochmal ein USB-Stecker gefunden. Sehr, sehr, sehr gut. So, und da sind wir auf der Rückbank. Und schön ist auch, wir haben hier eben ähnliche Sitze wie vorne, halt nur in Miniaturform und mit schlechterem Seitenhalt. Aber das ist natürlich die Rückbank. So, aber was euch interessiert ist, wie sind die Platzverhältnisse? Die kennt ihr vom normalen Fiat 500X. Ich will es euch trotzdem nochmal sagen. Übrigens, die Sitze sind sehr, sehr schön. Sehr gelungene Sitze aus meiner Sicht. Tolles Designstück eigentlich.
eigentlich auch. Ja, meine Knie stehen natürlich an, ich bin 1,88 Meter groß und mein Kopf steht an, aber für das Segment, ich sitze hier hinten ein bisschen höher als vorne, ist es dann okay, man kann es hier wirklich aushalten, vor allem Kids fühlen sich hier wohl. Wieder ähnliche Griffe wie vorne, vermutlich die gleichen. Ja, was gibt es dazu denn noch zu sagen hier hinten? Was fehlt, ist hier unten vielleicht sind noch USB-Stecker, ich weiß nicht, ob man die optional bekommen kann. Man kann hier auch schön die Kopfstützen nach oben fahren, ist gut. Aber vom Dach hier oben ist es natürlich ein bisschen begrenzt. Schön ist auch, wir haben hier noch relativ große Seitenfächer, wo man auch noch was hinterbekommt. Also kurzum, vernünftiger Rückraum. Aber was ich mir hier natürlich bei einem Mirror-Sondermodell wünschen würde, noch wäre ein USB-Stecker. Ich muss mal mich erkundigen, ob man die optional bekommt. Was man schafft, ist hier das iPad oder Hefte, was auch immer, hier hinten rein zu bekommen. Ja, schöner Rückraum. Ja, wenn ich mich schon auf die Rückbank gequetscht habe, gehört der Kofferraum natürlich auch dazu. Ihr wisst es, 350 Liter Kofferraumvolumen bei aufgestellter Rückbank, 1000 bei umgeklappter, das ist schon sehr gut. Hier gibt es noch so ein kleines Verstaufach, doppelter Ladenboden, typisch italienisch, da kann man irgendwie die Betonschuhe verstauen. Nein, ganz im Ernst, das Kofferraumvolumen ist sehr alltagstauglich, guter Kofferraum. Hier haben wir natürlich ein bisschen Stahlversatz hier vorne, wo man dazu neigen könnte, den zu verkratzen, will man eigentlich bei der schönen Farbe nicht. Aber ich denke, die Ladekante ist niedrig genug, um hier gut was drüber zu bekommen. Da oben noch eine kleine Abdeckung, was auch gut ist zur Ladesicherheit. Dann können wir hinten die Rückbänke zweigeteilt umklappen. Manche Autos schaffen das schon dreigeteilt. Aber ansonsten ist das dann, glaube ich, das, was ich zum Kofferraum erzählen will. Wir sind beim Motor angekommen. Wir haben hier drin den 1,4 Liter Multi-Air Motor mit 140 PS und in unserem Fall hier ist der verbunden mit dem DCT, mit dem Doppelkupplungsgetriebe hier drin. Hier steht es auch drauf, 1,4 Liter Multi-Air. Dieses 500X Mirror Sondermodell gibt es noch mit dem 1,6 Liter Benziner. Das ist hier auch ein Benziner übrigens mit dem 1,6 Liter Benziner mit 110 PS. Das ist dann der Einstiegsmotor, der bei etwa 19.000 Euro beginnt. Dann gibt es auch noch einen 120 PS Dieselmotor. Aber ich finde diesen Motor hier eigentlich auch ganz vernünftig. Ja, was sind die Daten von dem Motor? Zum einen, er beschleunigt uns in 9,8 Sekunden auf 100. Das ist ein Vierzylindermotor, der frontgetrieben ist. Es gibt den 500X generell noch als Allradantrieb, wobei ich glaube, dass es den Mirror nicht mit Allradantrieb gibt. Aber da könnt ihr einfach im Konfigurator selbst nochmal nachschauen. Ja, die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 190 PS, aber es ist für mich nicht unbedingt ein idealer Autobahnmotor. Warum? Und das will ich euch jetzt erklären. Naja, das ist natürlich ein turboaufgeladener Motor, der im Normverbrauch mit 6 Litern angegeben ist. Und man kann das natürlich auch erreichen, einigermaßen mit sehr sparsamem Sparfuß bin ich so auf 6,4 Liter Verbrauch gekommen. Wenn man es aber eilig hat, auf der Autobahn ist und schnell irgendwo hin muss mit diesem Auto, dann gehen da einfach 8, 9, sogar manchmal 10 Liter durch. Und meiner Meinung nach ist das so, zu viel, so viel zur Kritik.
Das Doppelkupplungsgetriebe da drin ist sehr gut, sorgt für permanent viel Beschleunigung. Auch der Sound ist okay, nicht so aufdringlich. Die Durchzugskräftigkeit mit den 9,8 Sekunden ist okay. Das Auto wiegt auch nur knapp 1,4 Tonnen. Das ist wirklich alles okay. Die Lenkung ist gut. Nicht so direkt, nicht so indirekt, passt voll zum Auto, das Fahrwerk ist okay. Natürlich haben wir jetzt hier, das sind alles keine Fahrergüsse hier drin, das ist alles aber in Ordnung. Das ist in Ordnung, das ist okay, das macht auch Spaß, das ist gut für den Alltag. Die Federung ist vielleicht ein bisschen zu straff abgestimmt, poltert ein bisschen, aber ansonsten ist das Auto gerade für die Stadt und auch mal für längere Strecken wirklich gut und man muss sich immer überlegen, was dieses Auto hier kostet. Also wir sind hier bei einem Einstiegspreis für den Motor mit Doppelkupplungsgetriebe von irgendwie 24.000 Euro und dafür bekommen wir wirklich eine ganze Menge Auto, das ist sonst halt ein Golf, aber jetzt komme ich schon wieder so ein bisschen zum Fazit über. Ansonsten ist der Motor wirklich okay, aber man muss wissen, schnelle Autobahngeschwindigkeiten, da wird es dann teurer. Da würde ich dann eher zu dem 120 PS Diesel im Mirror Sondermodell greifen. Ansonsten gibt es natürlich noch eine Reihe anderer Motore. Schaut es euch an, fahrt sie auch mal Probe. Hier vorne ist übrigens die Mopar Connect Box verbunden. Wir brauchen nämlich natürlich so eine Box, die die ganze Technik dann vom Handy in den Innenraum leitet. Aber da bin ich dann auch ein bisschen überfragt. So gut ist mein technisches Verständnis dann leider auch nicht. Ja, da sind wir am Motor und nein, wir haben keine Panne, sondern ich will euch einfach was über den Motor in dem 500X Mirror Sondermodell erklären. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier den 1,4 Liter Multi-Air Turbo Motor mit 140 PS, Benziner, Vierzylinder. Der ist jetzt da drin verbunden mit einem DCT Doppelkupplungsgetriebe. Den sind wir jetzt gefahren. Es gibt den 500X Mirror aber auch noch mit einem 1,6 Liter Motor mit 110 PS, auch ein Benziner. Und es gibt einen 120 PS Dieselmotor zur Wahl. So, dieser Motor hier beschleunigt in 9,8 Sekunden auf 100, hat seine Höchstgeschwindigkeit bei 190 km/h erreicht. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Der Normverbrauch ist mit 6 Litern angegeben und da liegt genau der kleine Knackpunkt für mich bei diesem Motor, nämlich, es ist nicht unbedingt ein Motor für die Autobahn, denn fahren wir damit auf der Autobahn und schnell kommen wir auf einen Verbrauch von 8, 9, 10 Liter. Das ist dann nicht schwierig. Ich hatte es mit dem Auto mal eilig und habe mich echt gewundert, wie viel Benzin dadurch läuft. Aber das ist dann nun mal so. Mit sehr sparsamem Sparfuß kann man es dann natürlich mit 6,4 Litern, habe ich es auch mal geschafft, mit dem Verbrauch hier. Ansonsten für die Autobahn würde ich eher zum Dieselmotor raten. Das ist dann vielleicht auch von der Drehzahl von unten raus. Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, mit dem Motor habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Natürlich für die Stadt ist die Beschleunigung mit den 9,8 Sekunden völlig okay. Und das, vor allem das Doppelkupplungsgetriebe ist sehr, sehr gut, stufenlos, tolle Beschleunigung. Wir haben ständig so ein bisschen Vortrieb. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Fahrerlebnis. Ganz angenehm. Die Federung ist ganz gut. Die Lenkung ist nicht zu stark, nicht zu hart, nicht zu weich. Also eigentlich ein ganz schönes Fahrgefühl da drin. Man fühlt sich sehr wohl. Nur mit dem Motor bin ich mir nicht so ganz sicher, muss ich euch ehrlicherweise sagen. Aber ich gehe auch mit euch dann gleich mal in den Innenraum und wir fahren mal ein Stück. Letztendlich müsst ihr das natürlich ja auch für euch entscheiden, was euch zusagt und was nicht. Was man aber sagen muss beim Motor hier, der kostet in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe, irgendwie geht er im Mirror Sondermodell bei 24.000 Euro los. Und da ist es dann natürlich so, hey Leute, mal ganz im Ernst, was man dafür dann bekommt, ist dann halt im Preisverhältnis das, was normalerweise ein Golf wert ist. Und da ist bei Fiat im Preis halt schon sehr, sehr gut aufgestellt. Aber jetzt greife ich schon zu viel vom Fazit vorweg.
So, und dann geht's direkt Vollgas los, ohne Aufwärmen. Wir sitzen nämlich hier schon direkt im Fiat 500X Mirror. Und was fällt erstmal auf? Der ist hier drin einfach richtig schön. Wir sitzen hoch, haben eine gute Übersicht über die Straße. Ja, das ist schon ganz gut und vor allem die Ausmaße sind sehr berechenbar. Das Ding ist ja von Ausmaßen her kaum größer als so ein Golf, also zumindest von der Grundfläche, das ist sehr gut. Die Bremse ist sehr stark eingestellt, das heißt, wir müssen nicht stark das Bremspedal betätigen. Das wird für alle, die jetzt von einem älteren Auto kommen, vielleicht ein bisschen Ungewöhnung sein, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir hier das DCT, also das Doppelkupplungsgetriebe drin und wir haben den 140 PS Benzinmotor. So, und jetzt drücke ich mal aufs Gas, damit ich euch was erklären kann. Die Lenkung ist sehr gut, präzise, nicht zu direkt, aber auch nicht zu schwammig. Also man fühlt sich hier wohl und man merkt, das ist halt eben ein Auto, das gemacht ist für den Alltag. Das ist jetzt nicht unbedingt dafür gemacht, dass man damit irgendwie sehr viel auf der Landstraße rumheizt, aber es geht natürlich auch. Der Beschleunigungswert von 9,8 Sekunden ist gut und drückt man mal aufs Gas, merkt man, da kommt auch schon ganz schön was bei rüber. Die Dämpfung ist gut, das Fahrwerk ist gut, die Dämpfung ist sehr solide abgestimmt. Jetzt fahren wir mal ein bisschen den Berg hoch, damit ihr, und ich gebe mal Gas, damit ihr mal seht und hört, was hier passiert. Das Auto wird natürlich am Anfang sehr laut beim Beschleunigen. Die Gänge drehen sehr hoch, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schaltpedal fehlen hier am Lenkrad. Man kann aber hier auch am Gangwahlhebel, das seht ihr jetzt glaube ich nicht, die Gänge manuell steuern, was sehr gut ist, aber wie viele das von euch dann wirklich machen, weiß ich nicht. Ich mache sehr selten, aber ansonsten ist das ein Fahrgefühl, was zum Sports Utility Vehicle wirklich sehr, sehr gerecht wird. Man kann damit Spaß haben. Ja, das ist schon ganz gut. Wie gesagt, es geht bei solchen Autos natürlich auch immer um Verbrauch, weil ich weiß schon, es kaufen sich ja wenige Leute in Fiat, die jetzt sagen, wow, ich habe unendlich viel Kohle. Die kaufen sich dann vielleicht mal einen normalen Fiat 500, aber bei diesem Auto, das kaufen sich halt auch oft Leute, bei denen es ums Geld geht und die natürlich den Look gut finden, aber auch ein bisschen Spaß haben wollen. Ja, und das können sie damit, aber deshalb vielleicht einen kleinen Abschnitt zum Verbrauch. 6 Litern, mit 6 Litern ist der Normverbrauch angegeben. Ich habe mal 6,4 geschafft, aber ansonsten, wenn man es hier wirklich knallen lässt mit viel Gas, klar, wir haben eine Start-Stopp-Automatik, aber dann ist es natürlich so, dann kommen wir echt leicht an die 9 Liter ran. Überhaupt kein Problem, das ist natürlich dieses alte Downsizing-Turbo-Problem. Das Auto wiegt zwar nur 1,4 Tonnen, was man merkt, deshalb ist es ein bisschen agiler als schwerere Autos. Range Rover baut ja gerne so einen Evoque, der 2 Tonnen wiegt. Die sind dann aber auch mit größeren Motoren verknüpft. Ja, was will ich euch sagen hier, dass der Motor aus meiner Sicht ist, wenn man in der Stadt unterwegs ist, völlig okay, da braucht man keinen Diesel. Aber für die Autobahn ist hier wirklich der Diesel sehr, sehr angemessen, der Benziner hier nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Wenn man viel Autobahn fährt, ist das einfach zu hoher Spritverbrauch. Ja, und ansonsten merkt das, wenn man mal schnell in die Kurve fährt, die Sicherungssysteme funktionieren gut, er bremst vorne ab. Der Frontantrieb ist jetzt auch nicht unangenehm, so dass ich sage, man braucht hier einen Allradantrieb. Nein, wir haben richtig viel Traktion hier beim Fahren. Das ist gut. Das Lenkrad liegt übrigens sehr gut in der Hand, unten ein bisschen abgeflacht wie bei Audi. Wir haben auch viele Sicherheitssysteme hier drin. Wir haben Abstandsregeltempomat, können sogar den Abstand zum Vordermann anpassen. Hier vorne haben wir dieses kleine digitale Instrument. Ja, und jetzt vielleicht doch noch mal kurz hier zu diesem Uconnect Live HD System hier vorne. Das ist schon wirklich gut, weil es ist sehr intuitiv bedienbar. Übrigens auch während der Fahrt echt gut. Radio lässt sich steuern, Medien können hier einen USB-Stecker dran stecken, mit Musik, die es abspielt. Das Telefon ist schon verbunden. Wir können also sehr leicht darüber telefonieren, Siri Dinge fragen. Hier rüber richtig gut. Ein Kompass kann man sich anzeigen lassen. So, und dann kommen wir eben halt zu diesem Uconnect. Das ist einfach schön, weil wir können uns in so einer App anzeigen lassen, sind wir gerade spritsparend unterwegs oder wie ist das eigentlich, was kann ich besser machen, um Benzin zu sparen.
Sehr, sehr gut. Also EcoDrive heißt die App. Dann können wir hier Facebook verbinden, Deezer, Tunnel in, MyCar. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es geht auf jeden Fall. Auch die Ausmaße übrigens hier beim Fahren sind wirklich sehr, sehr gut. Wir können uns hier Nachrichten von Reuters vorlesen lassen und die ganzen Apps bespielen. Das ist auch übrigens erweiterbar. Das heißt, es könnten mehrere Apps hier den Weg drauf finden. Also richtig gutes System. Ich finde es auch schön, dass es hier noch einen Drehdrücksteller gibt. Finde ich echt sehr, sehr gelungen. Und insgesamt hier diese Optik vom Innenraum, ich habe es euch schon mal gesagt, aber die ist einfach kaum, fast unnachahmlich gut. Jetzt gebe ich noch mal kurz Gas und ihr hört es schon, beim Anfahren dreht er sehr hoch, außer wir schalten dann vom dritten und vierten und fünften manuell. Ansonsten ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Beschleunigung ist allerdings, muss man sagen, nahezu stufenlos. Kleines Ruckeln spürt man noch, andere Hersteller bauen bessere Doppelkupplungsgetriebe, aber in dem Segment gibt es halt sehr wenig von diesen Getrieben und da ist es dann schon ganz gut. Andere im Segment verbrauchen wirklich schlechte CVT-Getriebe. Ich fühle mich in diesem Auto hier sehr, sehr wohl, was halt schön ist. Ich weiß, ich sage es immer bei SUVs bzw. hohen Autos, wir haben einfach halt eine hohe Sitzposition, die sehr angenehm ist. Man hat eine gute Übersicht über die Straße, die Ausmaße vom Auto sind wirklich sehr berechenbar noch. Mit Rückfahrkamera und Parkpiepser vorne und hinten muss man sich da keine Gedanken machen, dass man irgendwo dagegen fährt. Ja, also wie gesagt, alles übersichtlich, gut bedienbar. Ich hoffe, euch wurde so ein bisschen klar, worum es bei dem Auto geht und konnte die Fahrcharakteristik so ein bisschen aufmalen. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich übrigens gerne in den Kommentaren. Was ist mein Fazit zu diesem wunderschönen Fiat 500X? Mirror hier neben mir. Erstmal, ich habe es angesprochen, die Farbe ist ein Traum, die Optik ist ein Traum, das können die Italiener. Da will ich jetzt aber auch gar nicht mehr zu viel dazu erzählen, weil das ist einfach richtig schön. Das könnte ich nicht besser. Überraschung. Ja, aber dann besteht ein Auto natürlich nicht nur aus Optik, sondern wir haben hier auch Technik und Konnektivität drin. Dafür steht das Mirror-Paket, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das schönste Auto im ganzen Land? Habe ich die ersten Mirror-Überschriften genommen, das ist schön, aber die Technik hier ist eben auch beeindruckend. Uconnect Live HD da drin ist sehr, sehr zeitgemäß und mit Mopar Connect, also dieser App, können wir halt mit dem Handy das Auto aufschließen, von außen schauen, sind die Scheiben offen, ist abgeschlossen, wie viel ist die Reichweite, was ist mit der Batterie. Wir können uns anzeigen lassen, wo, in welchem Umkreis das Auto sich bewegen darf, wie schnell es sich bewegen darf. Wir können Apps wie Facebook und alles Mögliche damit verbinden. Wir können Siri nutzen. Wir haben Apple CarPlay, Android Auto. So. Da fragt ihr euch natürlich, Mann, was erzählt uns denn dieser Mann? Das gibt es doch bei Audi, Mercedes und so schon lange. Ja, aber das ist natürlich Premium. Das ist eine Preisklasse drüber. Mindestens eine, wenn nicht zwei. Und dass es das halt so in so einem Fiat 500 gibt, ist dann schon sehr, sehr spannend. Vielleicht noch kurz zum Fahren. Das ist ein gutes, solides Auto. Ja. Der Motor, der haut mich ehrlich gesagt nicht um da drin, aber das Auto ist einfach vom Fahren her sehr gut. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Mini Countryman, aber der ist halt auch einfach mal doppelt so teuer, muss man jetzt sagen. So, und da komme ich jetzt zum Preis. Erstmal, die Mirror Sonderedition gibt es ja nicht nur für den 500X, sondern eben auch für den kleinen Fiat 500. Da geht sie, glaube ich, irgendwie los bei 16.000 Euro. Dann gibt es noch für das 500 Cabrio, beginnt irgendwie bei 18.000 Euro. Für den 500L ist auch 18.000, 19.000 Euro der Startpreis. Dann haben wir für den 500X, da weiß ich es genau, ist der Startpreis eben 19.490 Euro mit dem kleinen Benziner dann drin, also dem 110 Benziner und Handschaltgetriebe. Hier haben wir aber jetzt den 140 PS Benziner, der beginnt bei 21.200 Euro etwa. Dann haben wir auch noch das DCT-Doppelkupplungsgetriebe, das 1.500 Euro teuer ist. Da sind wir dann bei 22.990 Euro etwa für dieses Auto, was ein sehr, sehr vernünftiger Preis ist, wirklich. Aber da muss man natürlich auch noch sehen, kommt noch ein bisschen bei unserem Testwagen was drauf. Wir haben diese 1.300 Euro teure Lackierung, wir haben ein Technikpaket innen für über 1.000 Euro, Assistenzsysteme, also Assistenzpakete drin, Winterpaket, ist da drin, die Beats Audio Anlage ist da drin, die 17 Zöller sind schon Serie,
Die Blende für den Auspuff hinten ist verchromt. Insgesamt kommen wir auf 28.640 Euro für dieses Auto, was immer noch ein sehr, sehr gutes Paket ist. Aber so, und jetzt mal einfach kurz zum Schluss. Worum geht es bei diesem Auto? Erstmal, es ist schön, und zum anderen, wir haben einen sehr, sehr vernünftigen Preis. Natürlich gibt es bessere, hochwertigere Autos, nicht unbedingt schönere, aber die kosten dann mindestens das Doppelte. Hier sind wir halt eben in dem Segment von einem Golf, von einem normalen Golf, und da ist das einfach eine Klasse drüber, und wir haben die Konnektivität eben jetzt auch vom Premium. Das ist schon ganz gut. Dieses Auto kaufen sich eben Leute, die ein bisschen aufs Geld schauen wollen und dafür sehr viel bekommen. Das ist smart hier, dieses Auto. Ja, ich hoffe, es wurde euch klar, was dieses Auto kann, was die Stärken und Schwächen sind. Das ist übrigens bei jedem Auto so. Es gibt immer Stärken und Schwächen, nicht nur bei Autos, übrigens aus meiner Sicht. Ja, jedenfalls, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Mehr findet ihr bei YouTube übrigens auch zum Fiat 500 X im S-Design. Der ist da auch noch. Schaut euch das gerne an, weil die sind sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr euch irgendwas gefehlt hat, vielleicht sage ich es ja da. Auf der-autotester.de habt ihr auch noch ausführliche Übersichtsartikel zu den Mirror-Sondermodellen, zu allen anderen Sondermodellen übrigens auch, zur zum Jubiläums-Sondermodell, zum Anniversario, zum Rivale. Ihr findet da echt alles. Schaut einfach mal vorbei. Generell freut mich natürlich, wenn ihr ein bisschen kommentiert drunter. Ich kommentiere auch gerne ein bisschen mit, solange es die Zeit zulässt und meine Lust, wenn es nicht zu böse wird. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Bis bald!